The Cracking at Woodson! Take these walls and rip them down. Take my and slip them now. Jo Leute, was geht ab? Bitte willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Nein, Spaß. Leute, wir machen mal wieder eine ganz dezente Runde Community Time. Mal wieder eure Fragen. Hinten sitzt noch jemanden. Alles klar. Achso Leute, hier eine kleine Änderung. Und zwar gebt den guten Kommentaren einen Daumen nach oben und den... Dann weil es ist einfacher, weil ich stelle immer auf Top-Kommentare. Okay, der erste Kommentar kommt von Andri. Hey Moritz, hab eine Frage. Kennst du einen Designer, der Minecraft Texture Packs macht? Ich brauche unbedingt eins. Also wenn du ein eigenes brauchst, ich habe wirklich da gar keinen Plan. Ich habe mir mal selber eins gemacht, aber pff, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Okay. Benny CSGO schreibt, machst du mal einen Vlog, wo du in der Eishalle bist und rumfährst? Ja, mal gucken. Machen wir bestimmt mal irgendwann mal. Die nächste Frage kommt von ByKingo. Machst du bald mal einen eigenen Minigame-Server? Und da muss ich sagen, nein. Ich werde keinen eigenen Minigame-Server machen, weil ich feiere sowas ein. Das wird rausgekattet. Also, nein, einen eigenen Minigame-Server mache ich auf keinen Fall, weil, dieser Aufwand ist einfach so. Und ja, habe ich einfach nicht mehr so viel Lust zu das zu machen, und sondern steckt gerne meine Arbeit irgendwo anders rein. Liebe Retrio-OP, schreib, hast du dir schon mal was gebrochen beim Eislaufen oder in der Schule oder in der Freizeit? Nein, muss ich sagen, ich habe mir noch nie irgendwas gebrochen. Wenn er mal verstaut oder blaue Flecke oder sowas halt. Aber gebrochen noch nie. Also hoffe ich mal, das bleibt so, wird wahrscheinlich eh nicht so sein. Wünsch mir Pech. Der liebe I'm Ellie schreibt, Moritz, bist du blöd, dein Spaß? Meine Frage ist, machst du sowas wie Community-Projekte? Community-Projekte ist natürlich Community-Time, das krasseste Community-Projekt, denke ich mal. Das hat auch schon wieder 2 Daumen hoch gemacht. Also gebt dem guten Kommentar immer einen Daumen nach oben, Leute. So, logischer Skala schreibt, kann ich dich bei Labby-Mod adden? Natürlich kannst du mich auf dem Labby-Mod adden, wenn du willst. Aber es kann halt sein, dass ich nicht alle annehmen, weil man muss da wirklich jeden anklicken, annehmen, drücken und so weiter. Und wenn das so viele sind, ist es schwer. So, der liebe Luca Dirks schreibt, spielst du privat noch andere Spiele außer Minecraft? Und ja, welche wären es dann? Ich spiele, früher habe ich mal Need for Speed World gespielt. Es ist aber einfach so, dass ich außer von Minecraft nicht viel spiele, sondern eher was anderes mache, also sei es was in Real Life oder sowas. Also allgemein spiele ich nicht so viel. Aber früher habe ich echt gesuchtet, aber jetzt im Moment ist es eher nicht so. Die liebe Enas, Minecraft Pocket Edition schreibt, ich finde dein Kanal, ist dir dein Kanal wichtiger als die Schule oder ist dein Kanal wichtiger als deine Freunde? Also ich glaube, das ist auch selbst zu beantworten. Also mein Kanal ist auf jeden Fall, ist mir wichtiger als die Schule. Zwei Hinsichten. Ohne die Schule gäbe ich den Kanal auch nicht, weil es einfach so ist, dass ich dann ungebildet und dumm unter einer Brücke lebe. Alles klar. Der liebe German Players heißt, wie heißt die Intro-Musik? Kriege davon ein Orgi. Alles klar. Dann spiele ich die jetzt extra nochmal für dich ab. Alles klar, die Jokes sind mal wieder heute auf oberstem Niveau, meine Freunde. Der liebe John X schreibt, Spam bitte nicht, Leute. Guckt euch da einfach dieses Video an, es ist so witzig. Der liebe Florian Klaus schreibt, hey Moritz, ich habe mein Pennybot mit deinem Merch-Design angemalt. Alter, wie nice. Sende mir mal gerne mal ein Foto davon. Würde ich auf jeden Fall mal gerne sehen. Das ist auf jeden Fall richtig gechillt. Blende mal den Nice-Opa ein. Leute, jetzt extra für euch hier den Nice-Opa, Leute. Nice. Der liebe The Basher HD schreibt, wieso bin ich seit 3 Folgen nicht mehr in Community Time? Mit welchem Programm renderst du? Schreibt der liebe Skillex. PvP, ich renne immer mit dem Media Encoder, was mit Premiere Pro zusammenarbeitet. Einfach mal googeln, dann wisst ihr da auch, lol. Guck mal, einer der Community hat sowas schon geschrieben, das, was ich gemacht habe. Ist auf jeden Fall richtig cool. Der liebe Pinguin PvP schreibt, wenn dir einer sagt, dass er dir 10.000 Euro gibt, wenn du mit deinem Kanal aufhörst und keinen neuen mehr machen darfst. 1.000 Euro. Ich würde Insta-Nein sagen. Also 1.000 Euro. Ich würde nicht für 1.000 Euro mehr Kanal aufgeben. Auf keinen Fall. Da hat ein Zuschauer darauf geantwortet, er würde weitermachen, weil man durch YouTube auch Geld verdient. Außerdem ist Geld nicht alles. Ich mache auch YouTube auch Spaß. Genauso sehe ich das auch. Also ich finde, man sollte nicht alles aus Geld machen. So Leute, das war's dann von dieser ganz kurzen, knackigen Folge. Die ich jetzt noch schneiden und hochladen muss. Mal wieder die geilsten Upload-Zeiten um 1 Uhr wahrscheinlich wieder. Kommt das mal wieder, Leute. Freut euch da mal wieder drauf. Ihr seid aber auch schon dran gewöhnt. Haut rein und ciao.